Kellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kellner live. Das UI24TV Wahlbarometer. Schönen guten Abend, willkommen zurück bei Fellner Live, wie immer am Donnerstag mit unserem Wahlbarometer. Da werden wir die Umfrage der Lasersfeld-Gesellschaft jetzt in allen Details analysieren und wir tun das wie jede Woche mit Maria Rauch-Kallert. Hallo. Schönen Abend. Peter Westenthaler. Hallo. Und Josef Czahn. Hallo. Starten wir mit der Europawahl, die die Lasersfeld-Gesellschaft diese Woche ja wieder erhoben hat. Spannend, weil es da schon länger keine Umfragen mehr gab. Und da schauen wir als erstes hinein. Die Hochrechnung der EU-Wahl fällt wie folgt aus. Die FPÖ hier bei 27% mit Spitzenkandidat Harald Wilimski. Das ist ein Plus von einem Prozentpunkt gegenüber der letzten Umfrage zur EU-Wahl. Die SPÖ mit Andreas Schieder plus 2 hier auf Platz 2 mit 24%. Die ÖVP, die kann aufholen. Reinhold Lopatka käme mit der ÖVP bei der EU-Wahl auf 23% plus 3. Also die zwei da ziemlich gleich auf. Kampf um den zweiten Platz. Federn lassen müssen die kleinen Parteien. Die Neos verlieren 4 Prozentpunkte gegenüber der letzten EU-Wahl-Umfrage, kommen jetzt auf 12%. Lena Schilling büßt da auch etwas ihres Anfangs-Elans ein, minus 3 Prozentpunkte. Damit 11% für die Grünen bei der EU-Wahl und die KPÖ käme auf 3% plus 1, würde damit nicht ins EU-Parlament einziehen. Ich darf mit der Dame beginnen, Frau Rauch-Kallert, kommen nachher eh auch zur Sonntagsfrage bei der Nationalratswahl. Immerhin muss man sagen, sieht für die ÖVP hier etwas besser aus, wenngleich die ÖVP noch immer am dritten Platz liegt. Das ist richtig und das ist auch noch unbefriedigend, aber die Richtung stimmt. Ich hoffe, dass es in dieser Richtung weitergeht. Dass Reinhold Lopatka jetzt mit seinem Team wieder aufgeholt hat ein wenig. Was mich verwundert, ist, dass die KPÖ hier berücksichtigt ist, weil ich ja gar nicht weiß, ob die überhaupt antreten bei der Europawahl. Das haben Sie, glaube ich, prinzipiell schon gesagt, dass Sie wollen. Ja, dass Sie wollen. Okay, gut. Also das wird nicht, so wie es jetzt ist, nicht reichen. Ansonsten halte ich es für ganz, ganz wichtig, dass die ÖVP vor allem jetzt mit dem Wahlkampf und mit der Wahlauseinandersetzung, mit der Wahlwerbung intensiv beginnen wird. Denn die Europawahl halte ich für eine ganz, ganz wichtige Wahl, insbesondere was die Entscheidungen anbelangt, die in den nächsten Jahren zu fällen sind, weil wir in einer schwierigen europäischen Situation sind mit einem Angriffskrieg in unserer Nachbarschaft und wir auch nicht wissen, wie die US-amerikanischen Wahlen im November ausgehen werden. Und in dieser Auseinandersetzung zwischen Ost-West muss Europa auch sein eigenes Profil finden und die Europäische Union auch als Player ernst genommen werden. Und daher kommt es ganz, ganz wichtig darauf an, wer auch die Entscheidungshoheit im Europäischen Parlament haben wird. Herr Westenthaler, Harald Wilimski und die FPÖ liegen bei 27%. Das ist der idente Wert wie bei einer Nationalratswahl. Derzeit wäre Platz 1, wäre erstmals, wenn es dann am 9. Juni so ist, eine bundesweite Wahl, wo die FPÖ Erster wird. Glauben Sie, dass die FPÖ das auch ins Ziel bringt oder sehen Sie da jetzt von hinten doch ein bisschen, sage ich mal, ein Aufrollen des Feldes von Seiten FPÖ? Nein, es zeigt, dass nichts in Stein gemeißelt ist und dass die EU-Wahl eine Wahl ist, wie jede andere, die man auch erlaufen muss und die bei Null beginnt. Umfragen sind schön und nett, aber es ist immer die Gefahr als Leader in den Umfragen, dass sich manche zurücklehnen und sagen, naja, die gewinnen das eh, da braucht man nicht hingehen. Und man sieht, das ist nicht der Fall. Also eine Mobilisierung ist dringend notwendig. Ich sehe es ja aber, es ist eine Mega-Mobilisierung derzeit im Gange, weil wir eine Wendestimmung im Land haben, die sich auch bei der EU-Wahl niederschlagen wird. Das sieht man auch in dieser Umfrage, wenn man von so einem hohen Niveau noch einmal eins zulegt, dann ist das schon beachtlich. Und, Sie haben es richtig gesagt, es ist beachtlich. Sie sind etwa auch der Wert wie bei der Nationalratswahl, während Rot und Schwarz bei der Nationalratswahl ja deutlich unter den Ergebnissen der EU-Wahl liegen. Man könnte jetzt sagen, Schieder und Lopatka ziehen mehr als Babler und Nehammer, das ist ganz offensichtlich, könnte man sagen. Ich bin da aber nur sehr vorsichtig, weil ich versuche das ja bei jeder Diskussion auch immer die anderen Umfrageergebnisse mit einzubeziehen.
Und es gibt, man soll man schon ehrlich sein, auch Umfrageergebnisse von anderen großen Instituten, die ein komplett anderes Bild zeigen, also wo die Freiheitlichen Richtung 30% marschieren und die anderen beiden irgendwo bei 22% sind. Das sollte man nur auch hier sagen, der Fairness halber. Und wenn wir dann, wir kommen dann eh dazu, auch zur Nationalratswahl kommen und wir sehen dann dort, dass von der Hochrechnung zu den Rohdaten nichts mehr dazugerechnet wird, dann ist das irgendwie auch einzigartig. Aber okay, da kommen wir noch hin. Insgesamt, wie gesagt, die Mobilisierung ist wichtig. Warum ist sie wichtig? Weil es darum geht, diesen EU-Bonzen und diesen EU-Bürokraten und Zentralisten von der Leyen abwärts dort einmal ordentlich eins reinzuhängen. Denn was da schon wieder passiert jetzt mit Waffenlieferungen, mit Milliardenzahlungen in die Ukraine, mit einfach einer Politik, die drüber fährt über die Menschen noch. Es gab noch kein einziges, muss ich mir vorstellen, seit wir in der Europäischen Union sind, kein einziges Plebiszit, keine einzige direkte Mitbestimmung der Menschen, weil diese EU-Parlamentarier von Rot und Schwarz und Grün dort pfeifen auf die Leute in Wahrheit. Das ist ihnen wurscht. Von der Kommission, die Kommission gibt alles vor, es wird alles nachgebetet. Jetzt hat die Frau von der Leyen einmal ein bisschen ein Problem, aber nicht mit dem Parlament, sondern mit der Staatsanwaltschaft, weil ja die Staatsanwaltschaft jetzt Ermittlungen eingeleitet hat, wegen offensichtlicher oder vermeintlicher, es gilt ja immer die Unschuldsvermutung, Korruption bei der Impfstoffvergabe. Wir kennen die Konstellation von der Leyen mit ihrem Ehegatten, der wiederum dick verhabert und mitten im System der Pfizer-Lobby steckt. Das wird alles jetzt im EU-Wahlkampf noch aufgearbeitet werden. Und ich glaube, die Österreicher haben die Chance, in 2 Monaten tatsächlich einmal einen Protest daraus zu rücken und zu sagen, so geht es mit der Europäischen Union nicht weiter. Das wollen wir nicht. Wir wollen keine Bevormundung. Wir wollen auch keine Vermögensregister, wo jeder Mensch in Europa dazu aufgefordert wird, sein Vermögen offen zu legen, egal ob man es hat oder nicht. Also das sind alles Entwicklungen, wo die Menschen nicht mitgenommen werden. Das ist eine Politik gegen die Bevölkerung. Und wer die noch wählen will und wer das noch unterstützt, sage ich, ist eh selber schuld. Aber ich glaube, es wird am 9. Juni ein ganz anderes Ergebnis, ein deutlicheres Ergebnis, ähnlich wie bei der Umfrage in der Nationalratswahl vorliegen. Mhm. Herr Czab, SPÖ in der berühmten Sandwich-Position, Platz 2. Andreas Schieder kann immerhin 2 Prozentpunkte zulegen. Da gibt es ja unterschiedliche Auffassungen zu dieser Sandwich-Position. Manche, die sagen, kann durchaus von Vorteil sein. Andere, die immer wieder meinen, da wird man ein bisschen zerrieben zwischen dem ersten und dem dritten. Wie sehen Sie das? Ist das an sich eine gute Ausgangslage oder droht da Gefahr von hinten durch den Reinhold Lopatka? Also ich bin kein übertriebener Freund von Andreas Schieder, aber dass der zwischen Lopatka und Wilimski zerrieben wird, kann ich mir nicht vorstellen. Das ist absurd. Also es ist einfach so, dass ja, die Mittelposition den Vorteil hat, dass einmal wird man links überholt, dann kommt der wieder links runter, einmal wird man rechts überholt, dann fliegt der wieder runter. Und wenn man im richtigen Moment dann in der Mitte ganz vorne ist, ist man Erster. Ich meine, so simpel ist die Rechnung. Und das schließe ich da nicht aus. Also das ist eine ziemlich enge Geschichte, die ich da sehe und macht eigentlich jetzt alle drei Parteien ehrgeizig. Weil jetzt plötzlich riechen die Chance auf dem ersten Platz, alle drei. Ja. Und da hat sich der Favorit am schwersten. Im Moment sind es die Blauen, weil der muss das auch halten, ausbauen und so. Ich meine, zur Not hat der Peter immer dann andere Umfragen zur Hand, ja, die dann die kritischen und die eher ängstlichen Blauen... Aber schlecht machen, die anderen Institute. Nein, machen genauso seriöse Umfragen. Ja, 5 große Institute. Ja, aber ich bewundere... Nein, aber du hast es trotzdem... Immer nur eins. Nein, aber du hast es ja trotzdem zur Hand. Ja, ich habe gesagt, dass du eine schlechte Hand hast. Ich habe gesagt, du hast es zur Hand. Also, man muss fair sein. Immer auf die Neutralität meiner Formulierung schon achten. Also jedenfalls hast du das immer zur Hand, damit also der eine oder andere ängstliche Blaue nicht ängstlich wird. So, also ich schließe das nicht aus. Wo aber Ängstlichkeit langsam angebracht ist, ist bei den Kleinparteien. Nein, wo ist der Hyper der Lena Schilling? Ja. Ich selbst habe mich auch beeindruckt lassen. Ich war mit ihr zweimal bei den Fernsehdiskussionen und dachte, na bumm, ja, wenn die da jetzt da durchstartet und so weiter. Aber irgendwie hat die gesagt, jetzt bin ich eh erst da, das reicht, komme ich irgendwie ins Europaparlament. Und wenn ich dann dort bin, nehme ich mir dann ein Polster mit, damit ich mal echt tief schlafen kann, weil bei den 700 oder über 700 Abgeordneten fällt das eh nicht auf. Also ich tue es ein bisschen zuspitzen. Die Lena Schilling war schon, dass ich ein bisschen gern nach Scherze mache. Aber beim Helmut Brandstätter sehe ich das anders, weil dass die Lena Schilling beliebter ist als der Kogler,
überrascht mich gar nicht. Es ist faktisch, es gibt keinen Grünen, der nicht beliebt als der Kogler ist. Und deswegen ist er auch Vizekanzler anscheinend und kann nicht überstrahlen den Bundeskanzler Nehammer. Das ist wahrscheinlich so die strategische Grundüberlegung bei der ganzen Angelegenheit. Beim Helmut Brandstätter muss ich sagen, der muss jetzt irgendwann einmal die NEOS überhaupt übernehmen. Ja, weil der ist jedenfalls bei weitem besser als die Meindl-Reisinger. Und der Brandstätter ist irgendwie, wie soll ich sagen, einer, der sehr ehrgeizig ist und der, wenn er Chefredakteur ist, will er mehr werden. Also der ist immer irgendwie, sagen wir, unterwegs in die Richtung. Bewundere ich auch, ich finde das sehr positiv. Wir brauchen genau solche engagierten und ehrgeizigen Menschen, die dann im Parlament ihren Ehrgeiz ausleben können. Und der mit der Lenin-Kappe da, der wird ein bisschen laut sein müssen, weil ich finde 3% Obama, ich weiß gar nicht, Obama kriegt man da überhaupt ein Mandat. Aber war natürlich auch was, wenn im Europaparlament der erste Kommunist aus Österreich kommt. Das hat was. Ja. Also ich weiß nicht, ob das wirklich dann so enden wird, aber ausschließen tue ich es nicht. Also ich bin da eigentlich... Die Linke sitzt, glaube ich, im Europaparlament in die Deutschland. Die Linke. Ich weiß, du bist der Vorsitzende auch ein österreichischer Kommunist. Mir gefällt es, wie der Josef Czap immer mit dem unschuldigsten Gesicht und der unschuldigsten Miene Zwist in den anderen Parteien sieht, insbesondere... Ja, aber danke für's. Obwohl der Unterschied vom Brandstätter zur Umfrage der NEOS 3% ist und die vom Schieder zur Umfrage der SPÖ, nämlich Nationalratswahl, auch 2% ist. Es könnte sein, dass der Schieder die SPÖ übernimmt. Nach deiner Logik wäre das auch möglich. Ja. Würde auch deutlich über den Babler liegen. Aber das ist ja alles Kaffeesud lesen. Die Wahrheit ist, da hast du natürlich recht, dass die Kleinparteien einbrechen, weil die Menschen immer mehr draufkommen. Es ist einfach sinnlos, denen überhaupt eine Stimme zu geben. Die eine glaubt, nämlich die Frau Schilling, die hat man präsentiert in einem Gag sozusagen, in einem Werbegag. Dann ist sie verunfallt, als sie uns mitgeteilt hat, sie weiß gar nicht, welche Länder in der Europäischen Union überhaupt sind. Das heißt, für die ist diese EU-Wahl sowas wie ein Art Lehrstuhl, ja? Also irgendein Ausbildungsseminar. Warum und, nicht? Ja, aber ich habe lieber dort, wenn sie sich auskennt, so wie den Swilimski, der seit langer Zeit dort ist, und nicht irgendjemand, der dort erst lernen muss. Und das ist auch der Grund, warum sie da abstürzt, weil es einfach, und der Brandstätter, mit Verlaub, nichts gegen den Brandstätter persönlich, aber der war einfach zu hoch oben in der Bewertung. Das ist jetzt eine ganz natürliche Korrektur. Wer glaubt denn in dem Land, dass NEOS, egal unter wem, auf 16% sind? Das ist ja alles lächerlich. Und da korrigiert sich, wenn man so will, jetzt das Umfrageinstitut. Die ÖVP glaubt das. Die werden noch weiter runtergehen. Ich bin davon überzeugt, dass das kein Zielenlauf wird, sondern dass das noch runter, dass sich das stabilisiert. Haben wir übrigens gesagt, voriges Mal, ich glaube vor 3 oder 4 Wochen, als die letzte Umfrage war, haben wir das prognostiziert, dass das noch sich stabilisieren wird. Und am Ende ist es ein Rennen zwischen den 3 Parteien, zwischen ÖVP, SPÖ und FPÖ. Ja. Sehr interessant, finde ich auch gut, dass hier die Positionen ausgetauscht werden. Wir haben da die Systemparteien und wir haben eine Partei der Herausforderer, wie dem Herrn Limski. Der Herr Limski ist halt sehr kritisch mit der Entwicklung der Europäischen Union. Die anderen beiden Parteien haben halt 90% alles, was dort beschlossen ist, mitbestimmt. Und das ist dann die Auseinandersetzung und das ist auch gut so. Aber sag ich mal Frage, nur bei, er sagt immer Systemparteien. Du weißt ja, dass ich das nicht einfach immer so unkritisch hinnehmen kann. Das wirst du ja verstehen. Ja, ja. Aber wenn jetzt eine Partei, so wie du die Blauen bezeichnest, als Antisystempartei trotzdem in Landesregierungen ist, dann ist meine Frage, trotzdem, aber wenn ich sie charakterisiere, die Partei, du sagst, es ist eine Systempartei, nicht, obwohl sie im System ist, wie kriegst du diesen Sprung? Das erkläre ich dir jetzt, pass auf. Ja, erklär mir das. SPÖ, ÖVP, Grüne und NEOS, die von mir immer als Systemparteien, nicht nur von mir, eigentlich auch von vielen Menschen in dem Land, als das bezeichnet werden. Warum? Weil die in den Inhalten mittlerweile so ununterscheidbar, also nicht mehr unterscheidbar sind, weil die 4 Parteien in ihrem Auftritt, nämlich im inhaltlichen, nicht im persönlichen, da gibt es schon Unterschiede, aber im inhaltlichen Auftritt, eine Einheitspolitik in Wahrheit vertreten. Und zwar noch stärker auf EU-Ebene als auch nationaler Ebene, aber in etwa gleich. Ich kenne keinen Unterschied, und vielleicht nennst du mir welche, wo war der Unterschied der Corona-Politik bei diesen 4 Parteien? Hat es nicht gegeben. Waren alle derselben Meinung. Die Corona-Maßnahmen wurden mit allen Stimmen dieser Parteien beschlossen. Eine einzige war dagegen. Und zwar gegen all diese Maßnahmen, das war die Freiheitliche Partei. Antisystempartei. Nehmen wir die Migration her. Gibt es einen Unterschied in der Migrationsfrage zwischen den 4 Parteien? Nein. Alle sind für einen Zuzug, keiner will einen Asylstopp. Die Freiheitlichen sind die einzigen, die einen Asylstopp wollen. Nicht mehr. Ich bin auch für einen Stopp. Ja, aber du bist ja jetzt nicht die Partei in dem Fall, sondern wir reden ja von den aktiven Funktionären. Keiner will einen Asylstopp, alle wollen legale Fluchtrouten. Wie kommen sie eine?
Freiheitlichen stehen da dagegen. Und wenn man jetzt so will, auch bei allen anderen Fragen, zum Beispiel auch der Demokratiefrage, alle vier Parteien, Rot, Schwarz, Pink und Grün, sagen niemals mit der FPÖ, wir schließen vor der Wahl bereits eine Partei an der Teilnahme der Regierung aus, egal wie stark sie wird, auch wenn sie Erster wird. Eine einzige Partei, Herbert Kickl und die FPÖ, sagt genau das Gegenteil, schließt niemanden aus und sagt, der Wähler hat das Wort und am Ende entscheidet der Wähler über Konstellationen. So, das waren jetzt nur drei Beispiele, gibt es nur jede Menge. Freiheit, Demokratie, auch Inflation. Und das ist sehr leicht erklärt, warum die Freiheitliche Partei im Moment in den zentralen politischen Fragen ein Alleinstellungsmerkmal hat gegen die vier Systemparteien. Und das ist sehr gut erklärt. Danke übrigens für die Möglichkeit. Lass mal die Frau auch zu Wort kommen. Oder? Nur eine Korrektur. Die Wähler entscheiden nicht über Konstellationen. Die Wähler entscheiden über die, ja, über die Stärke der Parteien aufgrund ihrer Programme und aufgrund ihrer Wahlprogramme. Und die Konstellationen werden dann erst möglich, wenn man sieht, wer wie viel hat und also wer wie viele Prozente und wie viele Sitze vor allem im Parlament hat. Denn eine Regierung kann lediglich nur erfolgreich arbeiten, wenn sie zumindest eine parlamentarische Mehrheit hat. Über die Nationalratswahl reden wir auch gleich im nächsten Teil. Nur noch abschließend zur EU-Wahl. Wenn wir jetzt auch über die Kleinparteien gesprochen haben, Frau Karl, Ihre Meinung würde mich auch noch interessieren. Kommen die jetzt wirklich unter die Räder, Grüne und Neos? Nein, also unter die Räder kommen sie nicht, weil sie sind derzeit mit 11 und 12 Prozent, also die Frage ist, geht's noch weiter runter? Im Parlament. Ich nehme an, dass Neos wirklich noch ein wenig runtergehen wird. Ich glaube, da war der Hype des Neu-Präsentierten oder Neu. Der Helmut Brandstätter war ja nicht mehr neu. Helmut Brandstätter ist erstens bekannt, sitzt ja auch schon im österreichischen Parlament. Und war aber als Kandidat, glaube ich, von Anfang an zu hoch eingeschätzt. Aber das kann halt die erste Umfrage ergeben haben. Und Lena Schilling hat den Hype der Jugend gehabt, hat sich aber sehr rasch eigentlich auch schon sehr fast wie eine Altpartei geriert, indem sie zwei Tage nach ihrer Präsentation schon andere Parteien angegriffen hat. Das hätte sie eigentlich nicht notwendig gehabt und das wird jetzt auch in die Korrektur einfließen. Aber man muss sagen, Lena Schilling liegt, wenn wir jetzt zur Nationalratswahl kommen, weitaus besser als im Moment die Grünen als in ihrer nationalen Stärke. 1%. Aber in den Rotdaten liegt. Also gut, da haben wir die Rotdaten nicht. Ja, darf ich nur zu der politikwissenschaftlichen Debatte nur einen ganz kurzen Beitrag leisten? Ein politisches System umfasst ja viel mehr. Das ist das System im Parlament mit Sozialpartnerschaft, mit den verschiedenen Parteien, mit einer Fülle an programmatischen Vorstellungen. Nur weil es in zugegeben aber wichtigen Dingen, wo ich auch anderer Meinung bin, in vielen Fragen als meine eigene Partei, weil es da Unterschiede gibt und Überschneidungen gibt von zwei oder drei anderen Parteien und die Freiheitlichen versuchen, da keine einzige Überschneidung darzustellen, kann ich noch lange nicht von System oder Nicht-System sprechen. Also das wäre, da fliegst du bei jeder politikwissenschaftlichen Prüfung durch. Das ist der große Unterschied. Weil, nein, das ist kein großer Unterschied. Klar, wir wollen halt auch wieder mal diskutieren. Seit 1945 im Parlament. Erstens ist die FPÖ im Parlament, erstmal bei der FPÖ, einmal mit der SPÖ, dann mit der ÖVP in der Regierung im System eingebettet, hat sehr gut mit den Sozialpartnern gelebt, hat im Parlament sehr viel gemeinsame Sachen gemacht. Heißt, ich kann doch nicht jedes Mal, erinnere dich doch in der Zeit, wo wir im Parlament waren, haben wir viele Sachen gemeinsam gemacht. Da habe ich dann nicht gesagt, heißt, jetzt, und genierst du nicht, dass du mit einer Systempartei jetzt einen Systembeschluss machst? Natürlich war das nicht so. Und ich war dafür, dass das so ist. Also ich kritisiere das nicht einmal. Ja. Ich bin nur für ein bisschen einer, wie soll man sagen, Schärfe Korrekt. In der Argumentation. Und ich hoffe, du hast da noch eine Antwort auf das dritte Kapitel, nämlich warum vier Parteien sich zusammentun und eine ausgrenzen. Ja, da bin ich der Meinung von dir. Dass ich teile ja, sag das aber einmal. Ich sage, dann kann ich es jetzt sagen. Ich bin auf Tisch. Da bricht ich mir die Haut ab. Sag einmal, dass das undemokratisch ist, dass man das nicht tut in der Demokratie. Nein, wir sind Demokraten. In der Demokratie setze ich mich her, schau mal an, was auch die Freiheitlichen wollen. Der Auinger sagt das übrigens. Der neue Salzburger Bürgermeister sagt das, er redet auch mit den Freien. Ich höre mal, was die wollen, ich schaue mir das an und dann sage ich ja oder nein. Lass mich noch was sagen zu deinem Vorwurf, dass ich bei jedem politikwissenschaftlichen Seminar durchführen würde. Recht hast.
Und ich bin stolz darauf. Weil dort sitzen lauter Systemprofessoren. Nein, ich diskutiere da nicht in einem politikwissenschaftlichen Seminar, sondern ich diskutiere das, was die Menschen denken im Land. Ja. Und wenn ich sage Systemparteien, dann macht es einen Klick und die Menschen wissen ganz genau, was gemeint das ist mit Systemparteien. Das glaube ich nicht. Und jetzt ich sag das schon, dass im Land eine Partei ist, die nicht als Systempartei gesehen wird, das ist die Freiheitliche Partei, weil sie, die habe ich da vorher aufgelistet, ich wiederhole es jetzt nicht mehr, in den wesentlichen Punkten gegen die Programme aller anderen vier Parteien auftritt. Und jetzt kommt's. Und die Bevölkerungsmehrheit in diesen Punkten vertritt, sonst wäre sie nicht Nummer 1 in den Umfragen. Also 30% und jetzt, ist noch und nicht jetzt, die Bevölkerungsmehrheit. Und jetzt in den Umfragen haben sie eine relative Mehrheit. Da respektiert doch jeder. Und jetzt komme ich, was zu Aktuellen, was schon wieder klar ist, wer Systempartei ist und wer nicht. Was ganz Aktuelles. Die Systemparteien haben beschlossen in diesem Land eine Verfünffachung des Auslandskatastrophenfonds auf 21,5 Millionen Euro Steuergeld, Förderung für folgende Länder, für Subsahara-Afrika, für Afghanistan und für Nahen Osten. 21,5 Millionen wurden beschlossen. Weißt du warum? Und jetzt pass auf. Und in unserem Land erklären sie uns, wir haben kein Geld für die Leute und wir haben eine Inflation, wir können die Preise nicht senken. Und jetzt kommt noch was dazu. Seit fast einem Jahr, ich weiß das ganz genau, weil ich fast jede Woche dort bin, seit fast einem Jahr warten die Menschen in den Hochwassergebieten der Südsteiermark auf die Förderungen und auf die Hilfeleistungen, weil es ihre Häuser weggeschwappt hat. Und bis heute hat dort keiner einen Euro bekommen. Aber dafür schicken die Systemparteien Millionen nach Afrika, nach Afghanistan. Und das ist System. Und der Herbert Kickl bekrickelt das und sagt, das kann so nicht sein, dass Steuergelder ins Ausland verschenkt werden in Millionenhöhe, aber wir im Land kein Geld mehr haben. Das ist der Punkt. Aber es wird ja nicht peinlich sein, aber ich bin in vielen Fragen, stimme ich ja dir auch zu. Ich war auch gegen das Impfpflichtgesetz, ich bin auch dafür, dass man eine Obergrenze, also ganz zurückhaltend bei der Zuwanderung, weil schon die Grenzen erreicht sind. Wir haben da, das ist nicht die Streitfrage. Die Streitfrage ist nur, wenn ich sage zum Beispiel, und der Müller, glaube ich, Müller der Kassen, CSU-Minister für Entwicklungshilfe in der Regierung in Deutschland. Ja, der hat, wenn er das gemacht hat, noch kurz von durch hat man, der hat einfach gesagt, wenn wir da unten schauen, und du hast die Länder genannt, dass die eine eigenständige wirtschaftliche Entwicklung machen und dann dort selbst eine Wirtschaft haben, dann kommen sie nicht zu uns. Und das ist der Beitrag gegen Zuwanderung. Nein, darf ich das noch mehr erklären? Du hast das falsch verstanden. Da geht es nicht um Wirtschaftsförderung. Das nennt sich Auslandskatastrophenfonds. Da wird in der Subsahara in Afrika und da wird in Afghanistan für dortige Umweltkatastrophen zur Hilfe Geld von Österreich, Steuergeld hingeschickt, obwohl wir unsere eigenen Umweltkatastrophen nicht einmal noch abgefertigt haben. Da bin ich dafür, das ist ja Skandal, mega Skandal. Würde es unter einer freiheitlichen Regierung niemals geben. Diese 21,5 Millionen Euro wären gegangen in die Südsteiermark für die Leute, die bis heute kein Geld haben. Bei der SPÖ-Regierung hätte man sich auch zuerst kümmern. Die SPÖ hat mitgestimmt. Die SPÖ stimmt nicht. Bei einer SPÖ-Regierung hätte es auch Initiative gegeben, dass man da schaut, dass in der Steiermark und wo auch immer das passiert, das gelöst wird. Geld geschenkt. Aber wenn ich haben will, das habe ich da schon 100 Mal in der Sendung gesagt, dass du nicht aus ganz Afrika zum Wandern anfangen Richtung Europa, sondern dort bleiben, musst du Bedingungen schaffen, dass sie auch einen Sinn sehen, dort leben zu können. Aber bin ich verantwortlich als österreichischer Steuerzahler für einen Monsum-Überschwemmung in der Subsahara? Nein, wirklich nicht. Ja, sondern für eine Gott sei Dank sitzt kein Grüner da. Der sagt, du bist schon verantwortlich, es geht um einen Klimawandel. Ja, gut, das ist wieder was anderes. Wir machen trotzdem mal ganz kurze Werbepause, dann kommen wir zurück, dann schauen wir auf die Umfrage zur Nationalratswahl, Sonntagsfrage und Rohdaten. Gleich sind wir wieder zurück. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Das UI24TV Wahlbarometer. Schönen guten Abend, willkommen zurück mit Josef Czapp, Maria Rauch-Kallert und Peter Westenthaler zu unserem Wahlbarometer. Im zweiten Teil schauen wir auf die Sonntagsfrage der Nationalratswahl. Und zwar sieht die folgendermaßen aus, damit wir uns das noch einmal zu Gemüte führen. FPÖ hier ebenfalls bei 27%, gleicher Wert wie in der Vorwoche und im Übrigen auch, wie wir vorher gesehen haben, bei der EU-Wahl. SPÖ plus 1 kommt auf 22%, damit auf Platz 2 Prozentpunkte vor der ÖVP, die bleibt bei 20%. Auch die Grünen stabil bei 10%. Neos verlieren 1 Prozentpunkt, 9%. KPÖ immerhin kann 1 Prozentpunkt zulegen, wäre mit 5% damit im Nationalrat drinnen. Und die Bierpartei verliert 1 Prozentpunkt, aber ebenfalls mit 6% klarer Einzug
in den Nationalrat. Herr Westenthaler, zweiten Teil würde ich mit Ihnen starten. Stabiler Wert der FPÖ, 27%. Kann man eigentlich sagen, ist seit Wochen ähnlich, geht einmal ein bisschen rauf, ein bisschen runter. Sie haben eher andere Institute genannt, das ist die FPÖ teilweise ein bisschen höher, aber es ist immer so roundabout dieser Wert. Sehen Sie da irgendwas, was das noch verändern könnte, oder fährt das jetzt, sag ich mal, wie so ein Tanker Richtung Wahl Ende September? Ja, es ist ein frozen picture. Es ist eingefroren seit vielen Wochen. Eigentlich geht immer um 1% rauf, runter irgendwie. Aber es verändert sich nichts in der Struktur. Und warum ändert sich nichts in der Struktur? Weil sich auch die Politik der anderen Parteien, die hier einen Respektabstand hinter der Freiheitlichen Partei haben, nicht ändert. Nehmen wir die ÖVP her. Sie versucht jetzt seit vielen Wochen zu kampanisieren, nämlich direkt mit der Freiheitlichen Partei, gegen die Freiheitliche Partei, gegen Herbert Kickl, beginnend von diesem berühmten Plan irgendwas, A, B, den schon keiner mehr kennt, vom Herrn Nehammer, in einer großen Veranstaltung bis heute, wochenlang, wird diffamiert, wird draufgehaut, ins rechte Eck gestellt. Und das Spannende ist, jedes Mal, wenn das die ÖVP besonders stark macht, steigt die Freiheitliche Partei oder sie geht zumindest nicht runter. Und die ÖVP kann davon nicht profitieren. Das hängt mit einer meiner Meinung nach völlig verkorksten und falschen Marketingstrategie der ÖVP zusammen. Warum? Weil sie ja keine Themen mehr spielt. Es gibt keine Themen mehr, nämlich auch ureigenste Themen, für die ÖVP einmal gestanden ist. Wir haben das letztes in der letzten Woche diskutiert. Es gibt keine Diskussion mehr über Wirtschaftspolitik in dem Land, obwohl wir mittlerweile alarmierende Zahlen haben, dass der Nettokapitalabfluss in den letzten 5 Jahren verdoppelt hat und die Betriebe auswandern und an den Balkan gehen, dort investieren und nicht mehr reinvestieren. Das heißt, die Wirtschaft fährt gerade gegen die Wand. Der Wirtschaftsstandort Österreich interessiert die ÖVP nicht. Wichtig ist, die FPÖ zu skandalisieren. Jetzt kommen wir mit solchen Spionasegeschichten her, wo du nur mehr lachen kannst, keiner kennt sie mehr aus. Und dann macht sie den zweiten Fehler, sie wird von den falschen Menschen repräsentiert. Ich meine, nicht böse sein, aber jetzt tritt ja täglich, heute schon wieder, ein gewisser Herr Stocker auf. Der ist ja der verhaltensauffällige Herr Stocker, sage ich immer. Und jetzt wissen wir von dem Gott sei Dank eine wichtige Neuigkeit, nämlich, das ist der führende Multifunktionär, der führende Bonze in der Politik, der Innenpolitik Österreichs. Danke, Armin Wolf, sagt das auch sehr fair, der hat das aufgedeckt, muss man mal loben. Das war ja bezeichnend, diese Debatte in der ZIB 2, wo der eine den anderen sein Gehalt vorgehalten hat, minutenlang, wer verdient mehr, wer den größeren. Es muss da alles einmal vorstellen, und jetzt ist bekannt geworden, dass der Herr Stocker, Nationalrat, Vizebürgermeister, Generalsekretär, allein aus diesen drei Positionen verdient der Herr 300.000 Euro im Jahr. Plus. Und da ist jetzt nicht dabei sein Cash als Rechtsanwalt und wer weiß, was noch alles. Also das ist ein Multibonze, der jetzt die ÖVP als führende Person vertritt, der in allen Pressekonferenzen, das tritt ja kein anderer mehr auf, ab und zu noch der sehr sympathische Herr Hanger, den kannst du gleich auf die Seiten fragen, die repräsentieren die ÖVP. Und jetzt frage ich dich, wer soll die Partei wählen mit solchen Leuten an der Spitze? Warum sollen die mehr wie 20%? Ist ja das schon zu viel, die 20%, ja? Wenn ich solche Leute an die Spitze stelle. Also ich muss sagen, das ist leicht erklärt, warum die ÖVP da nicht rauskommt. Und bei der SPÖ, das haben wir das immer das Dilemma halt mit dem Parteivorsitzenden, der halt zu viel links blinkt und die Mitte vernachlässigt. Also gleich einmal vorweg, der Christian Stocker ist der Generalsekretär der Partei, daher ist es ganz normal und völlig verständlich, dass er die Partei vor allem in kritischen Fragen nach außen vertritt. Noch dazu, wo der Parteivorsitzende, der Herr Bundeskanzler Nehammer, die Regierung zu vertreten hat und jetzt nicht, solange nicht Wahlkampf ist, auch diese Parteiposition und Niederösterreich. Nicht nur Niederösterreich, sondern ganz Österreich, alle 9 Bundesländer. Die ÖVP ist ja Gott sei Dank immerhin in 6 Bundesländern mit einem Landeshauptmann oder einer Landeshauptfrau vertreten. Zweitens wird er sicher als Rechtsanwalt keine Einkünfte haben, weil er in seiner Funktion als Generalsekretär, als Nationalratsabgeordneter und Vizebürgermeister sicher keine Zeit hat, sich um seine Kanzlei zu kümmern. Ich gehe davon aus, ich weiß es nicht, aber ich gehe davon aus, dass er Substituten hat. Macht jeder. Ja, aber die muss er ja auch die bezahlen. Die Kanzlei wird fürstlich verdienen. Ja, das glaube ich weniger. Und drittens habe ich die Diskussion, finde ich diese ganze Gehaltsdiskussion, die da jetzt aufgrund der Gesetzgebung und der Offenlegung der Gehälter im ORF aufgepoppt ist mit dem Datum, an dem das bekannt gegeben werden musste und die ganze damit verbundene Neiddebatte.
wirklich für entbehrlich, weil genau das passiert. Wir reden nicht über das, was Bankdirektoren oder Konzern-CEOs verdienen, international, national. Daher, und ich habe auch in dieser Diskussion die Wehleidigkeit auch nicht ganz verstanden, ob da jetzt einer 10.000 oder 10.000 Euro mehr oder weniger als der andere verdient in diesem genannten Interview. Und die Politikergehälter sind seit Jahren offenzulegen. Das wissen wir alle, weil wir sowohl unsere Einkünfte als Abgeordnete oder Regierungsmitglieder offen, die sind offengelegt, die kann jeder nachvollziehen, und zusätzlich noch dem Parlament Zusatzeinkünfte deklarieren müssen. Und es ist jeder Abgeordnete gut beraten, die wirklichen Einkünfte bekannt zu geben und nicht irgendwelche Fantasiezahlen. Aber Entschuldigung, das hat ja mit, Entschuldigung, aber das hat doch mit Neid nichts zu tun, liebe Maria, sondern das hat mit Bodenhaftung zu tun, ja, und das hat mit einer, mit einer vernünftigen, nachvollziehbaren Entlohnung zu tun. Wenn ein Generalsekretär der ÖVP, der ja jeden Tag verhaltensauffällig ist und sich hinstellt, das Zehnfache verdient eines Durchschnittsbürgers in diesem Land. Das heißt, ein Durchschnittsbürger muss 10 Jahre lang arbeiten für das, was der Herr, Generalsekretär Stocker in ein Jahr kriegt. Ich habe überhaupt nicht gesagt, was der als Generalsekretär verdient. Natürlich, das muss der ja offen. Natürlich hat er das in der Sendung gesagt. Er hat gesagt, er verdient 12.000 zusätzlich. Also er liegt irgendwo zwischen 22.000 und 23.000 Euro. Weiß selber, was noch zwischen 22. dann übrig bleibt. Jetzt tue mich nicht unterbrechen, ich weiß, es ist unangenehm. Aber wenn du das auch noch verteidigst, dass wir in einem Land leben, wo 2 Millionen Menschen an der Armutsgrenze sind, wo wir derzeit unter der Inflation wirklich leiden, wo die Menschen kein Geld haben, ihr Leben überhaupt zu leisten, wo wir gerade eine Privilegiendebatte über ORF-Gehälter führen und diese Transparenz der ORF-Gehälter Teil einer Kampagne jetzt auch geworden ist, zwar zu Recht, weil es einfach nicht akzeptabel ist, und dann kommt der Generalsekretär der ÖVP um die Ecken und verdient 20, 22, möglicherweise sogar 25.000 Euro, weil Widerlegen, er sagt ja nichts mehr dazu. 25.000 Euro im Monat. Und der normale Österreicher, der arbeiten geht, verdient zwischen 2.500 und 3.500 Euro. Und jetzt sag mir, dass das akzeptabel ist. Das ist völlig inakzeptabel. 25.000 Euro, nicht 25.000 Euro. Völlig inakzeptabel. Ja, für den Österreicher sind 3.500 Euro. Sind. Ja, das muss man einmal vorrupfen. Ja, völliger, 50% völliger Schwachsinn. Steuer, dieser Mann hat überhaupt nicht das Recht, sich nur irgendwo zu äußern, solange sie nicht erstens komplett offenlegt, weil das tut er ja nicht. Er spricht ja dauernd nur von den 12.000, die er zusätzlich... Naja, aber er gibt noch nicht alles. Es gibt noch immer die Frage, er hat ja noch eine Obergrenze offengelegt. Es könnte auch sein, dass der Mann gar nicht 300.000 Euro verdient, sondern 400.000. Dass er mehr verdient wie der Kanzler. Auch das wäre möglich. Solange er es nicht sagt, wissen wir es nicht. Gesichert sind die 300.000. Und da ist es, sein Einkommen aus der Rechtsanwaltskanzlei nicht dabei. Und solche Leute gehen her und botzen andere an. Solche Leute, die jegliche Moral und jegliche Bodenhaftung verloren haben, die im Geld sich wälzen und schwimmen, die abkassieren, länger mal breiter, gehen dann her und botzen andere an, weil sie Politik machen. Also ich muss echt sagen, da kommt das Grausen. Und das ist der Stoff, warum die ÖVP nicht in die Höhe kommt. Weil sie von den falschen Leuten vertreten wird. Eigentlich will ich jetzt dazu nichts sagen. Ich habe gestern schon gesagt, ich bin für eine Einkommenspyramide im ORF, so wie für eine Einkommenspyramide bei den Politikern war. Das haben wir auch eingeführt. So einer der Folgen der berühmten drei Fragen an den burgenländischen Landeshauptmann damals, weil der mehr verdient hat als der Bundeskanzler. Dafür bin ich auch abgewählt worden am Parteitag, aber trotzdem, es ist jedenfalls dann nachher gekommen. Ich finde, was ich wirklich zynisch finde, ist, wenn da diese, im Zuge, dass wir die doppelte Inflation haben in Österreich, als zum Beispiel Deutschland 2%, wir 4%. Und dann kommen ein paar von diesen Wirtschaftsweisen und sagen, die hohen Lohnabschlüsse, die Standorte sollen Kaufkraft stärken, aber sagen, die hohen Lohnabschlüsse, ja, da greifen sie nicht ein. Man kann die Obergrenzen deckeln, nichts, gar nichts. Das ist zynisch, finde ich. Und das ist mein Hauptkritikpunkt dabei. Aber ansonsten bin ich der Meinung, wir haben damals Wahlen gewonnen als Sozialdemokratie mit dem Slogan Leistung, Aufstieg, Sicherheit. Und wenn ich jemanden frage und sage, willst du
leistungsgerecht entlohnt werden? Willst du viel hakeln? Willst du von mir Überstunden machen? Willst du noch mehr haben? Willst du einfach mehr verdienen? Sagen alle, sie wollen mehr verdienen. Also es ist mehr zu verdienen nicht unanständig oder unmoralisch. Aber es gibt so Kategorien und Ebenen, wo halt du schon über die Wolke drüber im Himmel angesiedelt bist. Und das verstehen halt viele zu Recht nicht. Da sticht dann auch die Argumentation, die halt oft er und andere bringen. Aber das ist letztlich also dieser Punkt dazu, der bin den letzten Punkt noch sagen. Ich möchte endlich in einer Zeitung lesen, ich war nie im Innenausschuss. Ja. Ich war in diesen Bereichen nie tätig, nicht einmal entfernt. Ja. Aber es wird dauernd über den größten Spionagefall seit allen Zeiten berichtet. Was haben die Russen eigentlich für ein Interesse, in Österreich zu erfahren? Was wollen sie ausspionieren? Ein Wimmerl bei einem Minister oder Hämorrhoiden? Oder was wollen die wissen? Ja. Nicht, dass ich tue das nicht lächerlich machen. Ich finde, das ist unanständig, wenn andere Mächte bei uns herumschnüffeln. Ja. Aber ich will trotzdem mehr wissen als das, was man bis jetzt gelesen hat. Ja. Sonst nichts. Ich tue es nicht verkleinern, ich mache es nicht lächerlich, gar nichts. Ich will es nur wissen. Ja. Und ich glaube, die Bürger und Bürgerinnen wollen es auch wissen. Ja. Es ist wie clever und smart. Ja. Ich gebe dir 100% recht. Was willst du in dem Land ausspionieren? Erstens einmal, weil es so klar ist, alles bekannt. Dass die Panzer nicht fahren, kein Sprit haben. Das ganze Thema geht ja bei den Menschen trotzdem vorbei, weil die bleiben ja mit offenem Mund zurück, wenn sich da Parteien bekriegen und jetzt der eine war roter, der andere war schwarzer und dann versucht man nur irgendwie, weil die Blauen auch noch eine. Das ist ja ein Gemetzel auf niedrigstem Niveau. Die Menschen wollen wissen, was lang geht in der Zukunft. Warum sie so viel Geld zahlen im Moment für die Inflation, warum sie eine Regierung gibt, die keine Preisdeckel macht, die sich im Stich lässt, mit der höchsten Inflation in Europa, doppelt so hoch wie bei der hiesigen Regierung in Deutschland. Die haben es auch geschafft, dass auf 2% runterkommen. Aber unsere sind bei 4, noch immer über 4. Und das sind die Themen. Und das erklärt, warum diese Regierung, ich meine, das ist ja unfassbar, miteinander 30% hat Schwarz und Grün. Das ist eine Minderheitenfeststellung geworden. Und das zeigt auch die Dimension der Wendestimmung in dem Land. Man will die nicht mehr, man will die wegkommen. Und deswegen wird es auch schwierig werden, auch für die Sozialdemokratie zu sagen, was sie gerade macht. Deswegen kommen die nicht aus dem Leo. Weil die sagen, wir wollen das Elend verlängern. Wir würden gerne mit den Schwarzen und den Grünen eine Koalition machen. Für das brauche ich keine Spione, das lese ich in der Zeitung. Ja, richtig. Spione brauchst du. Das ist einfach lächerlich. Spion und Spion. Spion. Schauen wir vielleicht noch zum Schluss uns die Rohdaten an. Ein bisschen haben wir vorher ja schon diskutiert. Interessant ist ja wirklich, dass die FPÖ mittlerweile in den Rohdaten gleich liegt wie in der Hochrechnung bei 27%. Das ist ein sehr hoher Wert für die Rohdaten. Absolut. Überrascht Sie das? Na, es überrascht mich, dass es in der Hochrechnung keinen Niederschlag findet. Das muss der Herr Beitelmeier erklären. Ich finde es gut, dass die ÖVP wieder ein bisschen in den Rohdaten aufgeholt hat. Viel zu wenig, meines Erachtens. Und die SPÖ auch. Aber das ist, wie wir vorhin schon gesagt haben, eine Situation, die von Woche zu Woche plus minus sich jedes Mal ausgleicht und da bewegt sich nicht sehr viel. Es ist wirklich eine Wiederholung jede Woche mit Plus und mit Minus. Ich glaube da tatsächlich, ich würde es dem lieben Herrn Professor Beitelmeier da nicht ins Geschäft einfuschen. Darf ich nicht, kann ich nicht, will ich nicht. Aber ich glaube, er hat einen kleinen Fehler im System. Und das ist diese berühmte Rückrechnung auf die frühere Wahl, also die letzte Wahl vor 4 Jahren. Und da ist die FPÖ natürlich aufgrund des damaligen unterdurchschnittlichen Ergebnisses, ich glaube, es waren 16% und ein bisschen was, das rechnet er ein. Und daher rechnen da quasi die Freiheitlichen immer runter. Und die anderen, die ÖVP, hatte beim letzten Mal 37% und daher sind die meiner Meinung nach sogar überbewertet. Das muss man mal bei 20% überbewertet, weil das ist dasselbe System. Theoretisch müssten die eigentlich unter 20% liegen und die Freiheitlichen, wie es halt so ist, in den anderen Umfragen in Wahrheit bei über 30%. Übrigens, die Kanzlerfrage bildet das ja eh ab. Man. Wenn ich die Kanzlerfrage hernehme, dann ist das ungefähr so, bei 31% Kickel derzeit plus. Und das ist ein bisschen der Fehler im System. Ich verstehe es nicht, aber das muss mein Professor fragen, warum ich, wenn ich bei der Erstnennung, und das ist eine Rohdaten, nochmal für alle, die es nicht wissen, du wirst gefragt, wen wählst du, und deine Antwort ist FPÖ, die richtige Antwort in dem Fall. Und dann zählst du für die Rohdaten. Dann hast du eine gewisse Anzahl von Rohdaten und mit gewissen Faktoren rechnest du dann hoch. Und dass ich von 27% nicht einmal 1% in der Hochrechnung hochrechne, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also da bin ich eher bei den anderen Umfrageinstituten, die ähnliche
Systeme haben, wo die Freiheitlichen auch in den Rotdaten bei 25, 26, 27 liegen, aber dann in der Hochrechnung bei über 30. Und das muss man zur Kenntnis nehmen. Aber jeder hat sein System und am Ende, letzter Satz, am Ende sieht man dann das Wahlergebnis, ob es gestiegen hat oder aber nicht. Es wirkt so, wie wenn er eine Schwäche für die Freiheitlichen hätte. Den nein, für die SPÖ, da, ja. Für die FPÖ. Denn wenn der da das so tief ansiedelt, ja, ist es erstens einmal ein Beitrag, dass die alle ehrgeizig werden und sagen, ah, wir müssen laufen, laufen. Und wenn er es zu hoch ansiedelt, ja, dann kann es sein, dass die Panik ausbricht und sagt, um Gottes Willen, ja. Ja, aber beim Kickl rechnet kann man jetzt so oder so sehen, glaube ich, kann man beides rechnen. Das ist ja das Rohdaten, ne? Auf 31%. Das schauen wir uns jetzt täglich an. Ganz kurze Werbepause und dann schauen wir uns die Kanzlerdaten an. Ja, also das ist etwas... Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Das UI24TV Wahlbarometer. Ja, schönen guten Abend, willkommen zurück. Letzter Teil unseres Wahlbarometers. Wir schauen auf die Kanzlerfrage. Als erstes auch hier die Hochrechnung. Das ist ein Ergebnis, das dem Peter Westenthaler dann wahrscheinlich schon eher gefällt. Hier liegt der Herbert Kickl bei 31% plus 2 in der Kanzlerfrage, damit schon 10 Prozentpunkte vor Karl Nehammer, immerhin der amtierende Kanzler. Er kommt auf 21%, Andreas Babler ist bei 18% plus 1, Beate Meindl-Reisinger kommt auf 9 minus 2, Werner Kogler nur noch bei 7%, Dominik Platzny ebenfalls bei 7%. Und schauen wir uns da vielleicht gleich auch die Rohdaten an, damit wir beides im Vergleich haben. In den Rohdaten Herbert Kickl bei 22% plus 3, also da wird er ordentlich hochgerechnet oder sehr stark hochgerechnet. Karl Nehammer auf 14%, Andreas Babler bei 12%, Meindl-Reisinger 5%, Kogler 4%, Platzny 5% und 38% sind keiner dieser Kandidaten. Herr Czab, dritte Runde starte ich mit Ihnen. Ich meine, unabhängig jetzt von Rohdaten oder Hochrechnung, Andreas Babler liegt auf jeden Fall am dritten Platz und ist jeweils unter dem SPÖ-Parteiwert. Da kommt irgendwie nicht in Fahrt. Wir sagen das eh schon seit Wochen, aber es wird auch nicht besser, muss man sagen. Naja, es ist ein Beitrag, dass der Ehrgeiz wächst. Ja. Und dass er und diejenigen, die mit ihm kämpfen, wahrscheinlich das auch Tag und Nacht überlegen, zu verbessern. Ich habe einmal gesagt, er macht spannend und kommt im Finale. Schon entscheidend ist, was ist am Wahltag. Da sage ich das, was du vorhin gesagt hast. Ja. Der Wahltag ist das Entscheidende und was bis dorthin ist, das ist halt ein Auf und Ab und so weiter. Also anders kann ich glaube, dass das ein bisschen mit der Themenvielfalt auch zusammenhängt. Wenn ich bestimmte Themen, die in der Bevölkerung besondere Bedeutung haben, mit Antworten gebe, die Bevölkerung hören will, dann ist es nicht in Ergänzung zu dessen, was ich ohnehin vertrete, schon, kann durchaus zu einem Anstieg der Umfragedaten führen. Und wenn du das nicht machst, dann eben nicht. Also ich sehe das ganz simpel. Und ich finde es auch demokratisch und auch richtig, weil es ist ein Werben um Zustimmung. Ja? Und nicht sagen, hallo, da bin ich, schaut's mir, ich bin super fesch, wört's mir. Das sagt niemand da in der Runde, ja, vielleicht der Vlasny. Ja, ich glaube, der Vlasny sagt das. Mit einem Bier in der Hand sagt er, schaut mal, ich bin fesch, ein Bier trinke ich auch. Eigentlich bin ich wählbar. Und dann gibt es ein paar Spaßvögel, die auch noch ein Bier sagen, hoffentlich noch ein neues Bier, die dann sagen, ja, das ist aber super, der Typ, der bringt ein bisschen einen Schwung rein, da ist was los, vielleicht sind die besser aufgelegt haben bei den Diskussionen, wenn wir uns alle ein, zwei Flaschen getrunken haben. Bitte? Geht auch. Geht schon runter. Ja, aber da arbeiten ja wir dran. Ja. Weil wir haben, dass das für die Republik Entscheidungen sind, die mit Verantwortung getragen sind, die einen Weitblick, die Zukunftsperspektive haben. Das ist mir alles zu wenig. Ja. Wenn einer eine Pressekonferenz macht wie der Vlasny und auf jede einzelne wichtige Frage keine Antwort gibt, ja, dann frage ich mich, was will der außer sein Bier verkaufen? Also, und daher finde ich, das geht nicht. Und da kann man durchaus kritischer sich mit ihm auseinandersetzen und ein bisschen mehr. Beim Kogler ist das anscheinend wurscht. Ja. Die sagen alle, der Kogler ist der Kogler und der liegt jetzt bei 4%. Also es kann da passieren, die Grünen kommen ins Parlament, aber nicht der Kogler. Ja, das ist buchstäblich. Ist das, da. Das ist möglich. Ja. Das liegt da jetzt buchstäblich da. Das Einzige, was mich wie immer beschäftigt, sind die 38% Beobachter. Und potenzielle Nichtwähler, aber die darfst du ja nicht in den Topf haben. Das sind unterschiedlichst strukturiert. Und da musst du dann überlegen, in Prüfungen und Studien, wen kannst du am ehesten noch ansprechen, damit auf der linken Seite dann ansteigt die Umfragedaten. Ja, also das glaube ich, da ist noch viel Potenzial drinnen. Und ansonsten, klar,
Ich hätte es lieber, es waren die Daten echt, das ist ja das, was uns beide da unglücklicherweise verbindet. Apropos Höhe, ich meine, amtierender Kanzler jetzt schon 10 Prozentpunkte in der Hochrechnung zumindest hinter Herbert Kickl, das ist ja uneinholbar. Es schaut uneinholbar aus. Ich würde trotzdem auf die 38% der nicht entschlossenen Wählerinnen und Wähler hoffen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Was das die Bierpartei anbelangt, um darauf zurückzukommen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat er nicht einmal vor Ostern nicht einmal noch die Hälfte der Zustimmung gehabt, die er sich als Ziel gesetzt hat, damit er am 20. April überhaupt entscheidet, ob er in die Wahl geht oder nicht. Also wenn das nicht eintritt, dann werden da auch noch Positionen frei, nehme ich an. Oder Wähler frei, für, wahrscheinlich eher für links als für rechts. Ja, das würde ich jetzt auch noch nicht ausschließen. Und die ÖVP wird mit einem Wahlkampf versuchen müssen, ihre Positionen auch entsprechend zu kommunizieren und wird vor allem auch versuchen müssen, ihre Stärke, die sie an sich in der Organisation in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer gehabt hat, nämlich im ländlichen Raum, aber natürlich auch in den Stadtparteiorganisationen, auch durch entsprechende Wahlwerbung und Wahlauseinandersetzung überzeugend zu kommunizieren bei den Wählerinnen und Wählern und wirklich bei den Wählerinnen und Wählern daran zu arbeiten, dass man ihr wieder das Vertrauen schenkt. Also Sie machen es nicht bis jetzt. Bis nicht, jetzt ist kein Wahlkampf. Ich will euch beiden nicht das Prinzip hoch, das mache ich, man liegt mir fern, wenn jemand Hoffnung hat, diese letzte Hoffnung auch noch zu zerstören. Ich würde nur mitteilen, was der Unterschied ist zwischen Rohdaten und Hochrechnung. Ja. Nämlich folgender, dass bei der Hochrechnung eben genau diese Rohdaten, auf die ich jetzt hofft, nämlich auf diese 38%, die werden auch hochgerechnet in der Hochrechnung. Und da muss ich leider enttäuschen, weil da liegt in der Hochrechnung bei 31% ohne dieser Säule, weil die sind eingerechnet. Und jetzt Josef, warum sollen 38% der Menschen so deutlich anders abstimmen wie 62%? Oder gar nicht abstimmen. Frage mich auch. Oder gar nicht. Aber ja, das ist eher unwahrscheinlich. Also, dass sich in eurem Hoffnungstürmchen der 38%, die jetzt sagen, keine von denen, der große Umsturz befindet zugunsten eurer zwei underperformenden Spitzenkandidaten, Nehammer und Babler, ist eher unwahrscheinlich, sage ich jetzt einmal so. Und beim Herbert Kickl ist es so, dass der im Moment im Prinzip das beste Paket an Spitzenkandidaten ist. Mit Inhalten, Auftritt, Performance, Reden, Ansprache, Bodenständigkeit, Bevölkerungsnähe, Heimattreue. Er ist halt jemand, der das im Moment am besten verkörpert. Und so ehrlich muss man einmal sein und das auch zugeben. Also ich würde es zugeben, wenn ich an der anderen Seite sitze und ich habe halt einen Spitzenkandidaten, der das nicht macht, dann ist es halt so. Man muss einmal das auch zur Kenntnis nehmen. Jetzt gibt es da immer Schwankungsbreiten, aber die gibt es ja in der Kanzlerfrage nicht. Wenn einer bei 31 und die anderen beiden bei 13 und 21 sind, die Schwankungsbreite gilt ja da, die ist ja schon die 10-fache Schwankungsbreite. Und der ist einfach eine Lokomotive für die Freiheitliche Partei. Und die Freiheitliche Partei kann sich glücklich schätzen, so jemanden, eine Wahllokomotive, einen Spitzenkandidaten zu haben, der in der Kanzlerfrage so performt. Im Übrigen im Gegensatz zu den anderen vier Systemparteien, die immer sagen, der darf nie Kanzler werden, sagt die Bevölkerung ziemlich genau das Gegenteil, der soll Kanzler werden. Auch interessant, vielleicht überlegen Sie die anderen Parteien in ihrem Außenauftritt einmal, ob das nicht, und du kennst die Mechanismen, wenn man auf jemanden, der in der Bevölkerungsmeinung sehr, sehr hoch steht, weiter drauf schiebt und weiter hinhaut, geht es für den tendenziell weiter nach oben und für die anderen nach unten. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz in der Markt- und Meinungsforschung, aber auch in der Wahlforschung. Wir wissen das, wie das ist, weil ja die Protagonisten der Systemparteien eben Protagonisten ihrer Parteien sind und die Menschen das auch sehen. Ich mache es mit einem Beispiel. Wenn der Mittelstürmer von Real Madrid jede Woche Tore schießt und gut performt, und dann richten ja die anderen Vertreter der Clubs Barcelona, Sevilla, Villarreal und alle aus, der ist aber nicht gut, der sollte nicht stürmen, der sollte man nicht ins Team reingeben, der ist so schlecht. Was passiert dann? Es scharen sich die Fans von Real Madrid noch mehr um den und er geht in der Beliebtheit und in der Zustimmung noch mehr rauf und die anderen gehen runter, weil sie die Leute sagen, naja, die kommen ja von anderen Vereinen. Klar, dass der von Barcelona nicht den Stürmer von Real Madrid lobt. Und genauso ist es in der Politik und ich verstehe nicht, dass eine ganze Heer von Beratern
Beratern und von Parteienmanagern das nicht kapieren, dass sie dem Kickl in Wahrheit helfen. Mein Problem ist, ich mag das. Ich diskutiere so gerne mit euch. Das ist ein Wahnsinn. Wir sind Profis. Aber ja, klar, wir sind Profis. Du hast nur einen Denkfehler. Wenn ich bei Sevilla bin oder Barcelona oder Atletico Madrid, ja, was ich mache, ich kaufe den Mittelstürmer aus. Ja. Und dann kann Real Madrid ins Gras rennen. Das ist ein Transferangebot der SPÖ. Ich sag's nur, der Unterschied zwischen Fußball und Politik. Und dann sage ich dir einen zweiten Punkt noch, ich brauche da gar nicht lange reden. Ich habe einen Anruf aus Rom gekriegt, ja, übrigens. Ja. Und ich habe dann gesagt, sie sollen dich anrufen, weil für Heiligsprechungen bin ich nicht zuständig. Ja. Und ist das schwer überlegen in der Kongregation für Heiligsprechungen im Vatikan, ob man den Kickl nicht einreicht wird. Ja. Weil nach dem, was du dort erzählst, muss es der perfekte Heilige und Missionar im Moment ist er der beste von allen Spitzenkandidaten. Naja, das ich verstehe aber, dass du das sagst. Aber dass du beim Babler, bei der Babler Heiligsprechung sehr schwer tust, ist klar, weil der hat uns vor zwei Wochen... Ich glaube, der will nicht Heiligsprechung. Nein, der hat uns vor zwei Wochen nämlich in der Pressestunde erklärt, er ist das Gegenteil vom Messias. Also den Das ist der da unten unter der Belzebub. Den kannst du überhaupt nicht heilsprechen. Damit hat er denen im Vatikan mitgeteilt, ich nicht. Ja, er ist ja eher für die da unten zuständig und nicht für da oben. Aber das mit Kickl ist gefährlich. Also, ich weiß nicht, bringt euch das was, glaubst du? Nur 31% in dem Umfang ist eigentlich schon. Ich soll eigentlich sagen, im Moment, sie wollen den Kickl als Kanzler haben. Und bei Babler sind es wie viel, wie wir gehabt? 13 in der Hochrechnung. Das soll eine Brille geben. Ich musste ja 12 in den Rotarten. Das ist ja, muss ja aufpassen, dass er nicht Minuszahlen das nächste Mal hat. Also unter 0 gehen. Ne? Gut, vielen Dank. Wir sind am Ende angelangt. Der Peter Wesenthaler bleibt noch sitzen. Wir diskutieren nämlich gleich weiter über den ORF. Gemeinsam mit Heinz Lederer, ebenfalls Stiftungsrat. Experte. Ja, eher auf der Linie des Josef Czap, aber das werden wir gleich hören. Es geht natürlich um die ORF-Gagen, die veröffentlicht wurden und die Frage, braucht es ein Gagenlimit im ORF und soll jetzt, wie er Peter Westenthaler gefordert hat, ein außerordentlicher Stiftungsrat einberufen werden. Gleich schauen, was da die Linie des SPÖ-Stiftungsratsvertreters dazu ist. Ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter mit Peter Westenthaler und Heinz Lederer.